muss man sagen, die Priorität nicht auf Wirtschaft und Wirtschaftsstandort gesetzt in dieser Stadt. Ich glaube auch, dass darüber in der politischen Landschaft durchaus Einigkeit herrscht. Ich glaube, darüber haben wir gar nicht so einen großen Disput. Das Entscheidende ist nur, an welcher Stelle wollen wir ansetzen? Wo wollen wir was tun? Und deshalb haben wir unsere Kernforderungen mal sehr stark konkretisiert. Denn wir sind schon der Auffassung, dass man das Thema Wirtschaft ja ganz oben ansiedeln muss. Dass natürlich der oder die OB vorweggeht in diesen Fragen. Ich glaube, darüber sind wir uns auch alle einig. Das ist logisch, dass wir das auch nicht so hatten. Darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Das ist einfach so. Für uns ist allerdings sehr, sehr wichtig, dass wir an der Stelle ein klein wenig unterscheiden, worum kann sich denn eine Führung kümmern? Weil eine OB ist ja nicht alleine, sondern braucht ein Team. Braucht den ganzen Verwaltungsvorstand, braucht die Amtsleiter, die jeden Tag tatsächlich auch das im Hinterkopf haben und bearbeiten, braucht einen Stadtrat, mit dem man zusammenarbeitet, braucht also ein Team. Und da seien wir ehrlich, teamtechnisch in der Führung in Mülheim können wir auch besser, um das politisch korrekt zu formulieren an der Stelle. Wir sagen aber auch, ein NEOB oder ein OB sind für die strategischen Wirtschaftsfragen verantwortlich. Muss mit der Fahne vorweggehen, muss wichtige Gespräche führen. Die praktischen, tagtäglichen Themen allerdings, die auch in der Führung überall drin sein müssen, bis ins Detail, kann eine OB oder ein OB tatsächlich nicht leisten im Alltag. Mehr als genug zu tun. Wenn man die Diskussionen anbelangt, haben wir ja genug Baustellen, an denen man arbeiten muss. Das heißt, wir möchten das Thema Wirtschaft tatsächlich auch sowohl im Verwaltungsvorstand ganz oben ansiedeln, als auch bei den politischen Parteien weiter oben. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass man über ein Wirtschaftsdezernat dringend reden sollte, dass man da also tatsächlich bis oben in die Spitze jeden Tag die Themen drin hat, immer im Hinterkopf zu haben, was heißt eine Entscheidung, eine Maßnahme für den Wirtschaftsstandort, für die Unternehmen und das nicht nur hin und wieder mal im Aufsichtsrat einer Wirtschaftsförderung, sondern tagtäglich. Das ist heute nicht gegeben und deshalb glauben wir, dass man da nochmal drüber nachdenken sollte, ob ich das jetzt mit dem Thema Zukunft verbinde oder nicht, da können wir gleich gerne mal drüber diskutieren, aber das ist uns wichtig. Und uns ist sehr, sehr wichtig, dass wir vor dem Hintergrund von Corona wieder mehr das Augenmerk in den nächsten 2 Jahren, will ich mal sagen, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ich sage einfach mal 2 Jahren, auf unsere Bestandsunternehmen richten müssen, um zu schauen, was brauchen die jetzt, um durch die Krise zu kommen. Wir sind von den aktuellen Arbeitslosenzahlen in Mülheim im ganzen Ruhrgebiet mit Abstand am meisten gebeutelt. Daran sieht man schon, wir müssen eine Menge tun. Was können wir da tun auf der einen Seite, um die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern? Also wir als Verband genauso wie Stadt und alle zusammen. Und auf der zweiten Seite aber auch, was können wir denn lernen aus Corona? Es gibt genug Dinge, die wir lernen können. Tatsächlich Digitalisierung ist das Stichwort an der Stelle, nicht nur in Verwaltung, auch in den Unternehmen. Und da können wir eine Menge draus machen. Also ist das ein Punkt, wo wir sehen müssen, da müssen wir ran. Ich glaube, über Steuersätze hier noch zu reden, vor dem Hintergrund, den wir haben, müssen wir jetzt nicht groß. Ich möchte aber in dem Punkt schon noch einmal den Punkt machen, der uns wichtig ist. Ich sage jetzt schon, wir zeichnen das ja zum Glück auf, wir werden wieder Haushaltsdiskussionen im Stadtrat haben, wo es wieder heißt, wir haben keine Alternativen, wir wissen nichts anderes, wir müssen leider wieder die Steuern und Gebühren erhöhen, weil wir keine Alternative haben. Ich glaube, dieses Jahr sind wieder die Grundsteuern dran. Die pendeln ja immer zwischen Grund- und Gewerbesteuer. Ich glaube, dieses Jahr ist wieder Grundsteuer dran. Und das wird wieder kommen. Und das ist genau das Problem. Wir müssen aus der Spirale raus. Das ist unser Thema. Da haben wir ein paar Vorschläge gemacht, über die wir sicherlich gleich im Detail diskutieren werden. Aber für die erste Runde wäre das mein erstes Statement. Ja, Herr Winfrieder, herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe das ja schon mehrfach deutlich gemacht, dass ich wirklich als Oberbürgermeisterin Wirtschaft als Chefinnensache sehe, dass ich auch insgesamt im Rathaus ein Klima schaffen möchte, was sozusagen bürgerfreundlich ist. Und bürgerfreundlich heißt nicht nur zu dem einzelnen Bürger, sondern natürlich auch zu den Unternehmen. Und was ich auch gesagt habe, Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass wir es schaffen, viele Dienstleistungen, die im Rathaus sind, so zu vereinfachen, dass es einfach auch von zu Hause bzw. von der Firma aus erledigt werden kann und dass diejenigen, die im Rathaus dafür arbeiten, dann auch als Dienstleister, sprich als Berater zur Verfügung stehen können. Und ein Punkt, den Sie angesprochen haben, ist mir auch sehr wichtig. Was machen wir mit den Bestandsunternehmen? Wir haben ja gerade eine sehr schwierige Situation, wenn ich sehe, dass die Friedrich-Wilhelm-Hütte in Insolvenz ist. Da werden wir auch Arbeitslosenzahlen bekommen, wahrscheinlich in Zukunft. Das wird mit Corona sowieso kommen. Und das heißt, wir müssen auch gleichzeitig schauen, wie schaffen wir es, dass auch Firmen auch einen
Wandel machen können. Siemens ist ja gerade dabei, zum Beispiel, wenn die früher große Turbinen verkauft haben, müssen sie jetzt auch andere Dinge herstellen. Sie sind da sehr gut unterwegs und ich möchte gerne mit allen Unternehmen im Gespräch bleiben. Wir stellen uns vor, dass wir ein Zukunftsdezernat haben, wo wir Wirtschaftsförderung, Digitalisierung, Arbeitsmarktförderung, Wissenschaft und Innovation ein bisschen zusammenkriegen. Denn ich glaube, nur mit dem, wie es so in der Vergangenheit war, können wir es nicht machen, sondern wir müssen natürlich innovative Dinge voranbringen. Aber da wollen wir gleich ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn ich jetzt einfach mal weitergehe zu Frau Busch. Sie sind ja sehr aktiv auch anzuschauen, was gibt es eigentlich für Flächen, wo wir überhaupt irgendwas Wirtschaftliches tun können. Was meinen Sie, was können wir eigentlich tun in der Verwaltung aus Ihrer Sicht, die Anforderungen und Bedürfnissen von Unternehmern zu verbessern? Weil es gibt ja auch viele Flächen, die schon da sind. Ja. Sie kennen die ja alle. Es gibt aber welche, die mit Altlasten belegt sind. Auch das wissen Sie. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was sehen Sie, was da eigentlich, was sind die Baustellen sozusagen, die wir im Planungs- und im Entscheidungsprozess im Rat und in der Verwaltung verbessern können? Ja. Also da ist ja im Moment so, dass wir, oder nicht nur im Moment, schon eine ganze Weile so, dass die Vorschriften, die es gibt, immer komplexer werden. Die ganzen Rechtsbereiche, die man berücksichtigen muss, immer komplexer werden. Und wenn man mit den einzelnen Ämtern spricht, dann stehen natürlich immer deren Belange, deren Dinge, um die sie sich hauptsächlich kümmern müssen, im Vordergrund. Und da kann dann häufig auch nicht so die kreative Lösung gefunden werden, die das Unternehmen braucht, um angepasst jetzt an die Situation, an irgendwelche Bedürfnisse nochmal konkret umgesetzt werden kann. Und aus dem Grunde wäre es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn es gelingen würde, dass man für viele Dinge einen Ansprechpartner hat, der einen durch bestimmte Prozesse begleitet, der einen dann aber auch signalisiert, ja, dass ihre Bedürfnisse werden ernst genommen und sie werden begleitet von einer einzigen Person und bei den einzelnen Stellen wird zusammen gezeigt oder wird aufgezeigt, das sind die Dinge, die es beispielsweise im Umweltrecht, im Artenschutz oder bezüglich des Klimas zu berücksichtigen, die sicherlich auch wichtig sind. Und da finden wir die und die Möglichkeiten, um beiden Aspekten, einmal den Bedürfnissen und einmal vielleicht auch der Besonderheit der Schutzfunktion gerecht zu werden. Oder aber wenn es planungsrechtliche Belange sind, da hat man manchmal auch die Idee, dass bestimmte Prozesse nicht so unbedingt in den Fokus gerückt werden, wie die rechtlichen Voraussetzungen es bedürfen. Und auch da bedarf es der bestimmten rechtlichen und der bestimmten kompetenten Begleiter, die halt wissen, das und das muss angestoßen werden in der und der Reihenfolge, das und das muss beteiligt werden in der und der Reihenfolge. Da gibt es Restriktionen, die zwingend zu beachten sind. Hier gibt es Möglichkeiten, wo man mal ein bisschen was kreativ vielleicht auch umgehen kann. Zeitliche Abläufe dauern dann so und so lange. Da, glaube ich, kann man auch viel verbessern zu den Bereichen, wie es im Moment läuft. Weil gerade wenn wir so einzelne Aspekte haben, merken wir, dass Kunden oder auch überhaupt Unternehmer sich da nicht gut aufgehoben fühlen. Viele ist es wie bei den Häuslebauern, sie machen das nicht ständig, sondern ihr eigentliches Geschäft ist ein anderes. Von daher kennen sie die Erfordernisse an den Stellen nicht. Und leider ist es auch so, dass die Landesbauordnung da jetzt viele Dinge zurückgefahren hat, was Verwaltung früher zusammenhängend bearbeitet hat, was jetzt mehr in die Verantwortung von Bauherren, von Architekten oder Dritten gebracht wird, dass man da wieder versucht, Dinge, Erfordernisse zu bündeln und einfach die Antragsteller, sage ich mal, einfach besser begleitet, um deren Bedürfnissen schneller gerecht zu werden. Denn wir sehen es natürlich auch, Corona bringt ganz, ganz viele Probleme mit sich. Viele müssen oder können an den bisherigen Dingen so nicht weitermachen, wie sie es gewohnt sind, sondern brauchen jetzt schnell Lösungen für neue kreative Ideen, die sie umsetzen müssen, einfach um zukunftsfähig zu bleiben oder durch diese Zeit zu kommen. Und da sind zwangsläufig Veränderungen da und da brauchen sie schnelle Hilfe und nicht, wie das manchmal den Eindruck erweckt, dass sie jetzt viele Dinge sich selber kümmern müssen und damit entsprechend überfordert sind. Also Sie wünschen sich einen Nutzen. Haben Sie Erfahrungen mit Antragskonferenzen, wo diese verschiedenen Belange zusammen behandelt werden? Weil ich habe auch von Herrn Hinsken zum Beispiel so ein Beispiel zum Denkmalschutz gehört, dass man Denkmalschutz, Artenschutz, Klimaschutz, also Dinge, die nicht im ureigensten natürlichen Gesellschaftsmodell sozusagen drin sind, der Unternehmen,
einfach mal zusammen behandelt? Genau, es gibt beispielsweise, wenn Planungsverfahren aufgestellt werden, also Bebauungspläne angeleiert werden, dann gibt es meist zu Anfang schon, bevor die ganzen Dinge in die erste Entscheidung, in die erste Antragstellung kommen, gibt es schon sogenannte Scooping-Termine, wo dann bestimmte betroffene Bereiche zusammengeführt werden, wo schon mal Argumente gesammelt werden. Und das könnte man ja in anderen Bereichen entsprechend auch schnell mit auf den Weg bringen. Das mitunter, dass Unterlagen vorweg rumgeschickt werden und man dann sich zu einem Termin zusammenfindet, jeder da schon eine bestimmte Kenntnis hat, dann wird das Projekt nochmal vorgestellt und dann wird zusammen besprochen und dann gelingt es vielleicht auch schon in einer solchen Runde, Lösungsansätze mit vorzutragen und aufzuzeigen, sodass man vielleicht auch schnell eine Lösung findet und nicht immer jeder sich erstmal 4 Wochen in das Kämmerlein verzieht und im Detail prüft. Das ist jetzt noch nicht die Praxis, das ist diese Antragskonferenz. Ich sage ja, im Rahmen von Bebauungsplänen wird sowas schon veranstaltet, im Rahmen von normalen Anträgen, wenn es jetzt um kleinere Dinge geht, vielleicht wo der Planungsrahmen schon ausreicht, wo man nicht großartig was ändern muss, da glaube ich, wird es noch wenig praktiziert. Herr Hinsken, Sie haben ja sozusagen konkrete Erfahrungen mit der Stadt Mülheim gemacht. Wo sehen Sie eigentlich, wenn ich das jetzt mal positiv anfangen darf, beim Standort Mülheim an der Ruhr für Unternehmen Potenzial und wo können wir Attraktivität ausstrahlen? Sie sind ja immer noch da, das freut mich ja auch sehr. Ja. Dankeschön. Wie soll ich darauf jetzt vernünftig antworten? Also natürlich hat Mülheim im Herzen des Ruhrgebiets ein erhebliches Potenzial. Es gibt Vorteile, die uns auch von so prosperierenden, auch wirtschaftlich prosperierenden Gegenden wie dem Allgäu unterscheiden. Und es ist jetzt nicht nur der gern genannte Flughafen oder die Anbindung über die Autobahn, weil über Autobahn könnte man jetzt auch lange philosophieren. Mülheim und das angrenzende Ruhrpott bietet erhebliches Potenzial, auch mit Forschungseinrichtungen, mit einer großen Bandbreite an verschiedenen Unternehmen. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Wir sind hier ein unheimliches Ballungsgebiet. Nur, und das ist aus meiner persönlichen Sicht ein Problem, es wird nicht genutzt. Mülheim bietet dieses Potenzial und wir haben auch an vielen Stellen viele gute Erfahrungen gemacht. Es gab viele in der Verwaltung, Politik engagierte Leute. Am Ende geht es für ein Unternehmen wie das unsere, aber um den Erfolg und den Abschluss. Und das in einem Rahmen und mit einem Aufwand, der vertretbar ist. Wir vergleichen das immer an zwei Stellen. Wir vergleichen das einmal ganz banal mit dem Niederrhein, ja, also quasi mit dem angrenzenden Kommunen. Und wir vergleichen das natürlich auch mit dem Ausland. Und was wir selber immer wieder feststellen, dass das, wie sich hier Mülheim präsentiert und darstellt, eher kontraproduktiv ist. Entschuldigung. Es gibt seltenst den Schulterschluss, der für eine Entscheidungsfindung, Frau Busch hat das wesentlich charmanter formuliert, nötig ist, um zum Ergebnis zu kommen. Auch wenn wir jetzt zum Niederrhein gehen, haben Sie einen Case Manager, das kann man jetzt nennen, wie man möchte, mit Anglizismen besetzt oder auch ohne. In Hamburg heißt der Lotsen. Das macht ja in Hamburg jetzt auch mal Sinn. So, dann haben Sie so einen Lotsen und der sagt natürlich auch nicht bei allen Ja und Amen. Aber Sie kommen immer mit jemandem in Kontakt, der weiß, was Ihre Needs sind, Ihre Bedürfnisse, der weiß, was geht und was nicht geht. Und wir merken natürlich auch, dass es ein großer Vorteil ist, wie in Deutschland oder Europa mit den widerstreitenden Interessen auch verwaltungstechnisch und rechtlich umgegangen wird. Das ist ja ein großer Vorteil. Es birgt aber auch die Gefahr, dass man über das Maß, also das angemessene Maß der Dinge, ja, hinauseilt. Und das ist dann der Punkt, der für kleine Unternehmen, Unternehmensgruppen wie uns gefährlich wird. Wir kommen dann halt nicht weiter. Wir haben weder die personellen Ressourcen, noch haben wir die Zeit, um uns mit Dingen auseinanderzusetzen, die bei unseren Wettbewerbern hier in Deutschland, aber auch in Europa und auch darüber hinaus gar kein Problem darstellen. Und das lähmt. Und eine Stadt wie Mülheim, wenn die ein solches Prinzip anschubst und es möglich macht, mit einem Lotsen oder einem Case Manager sich auch um Belange von Fördermitteln zu kümmern. Auch da sind andere Kommunen in Deutschland deutlich stärker organisiert und machen sich und die Ansiedlung von Unternehmen dort deutlich einfacher und attraktiver. Und das kann aus meiner persönlichen Sicht nur die Aufgabe einer Stadtführung sein, sowas anzuschubsen. Herr Winfelder hat es völlig zu Recht gesagt, das werden Sie oder wer auch immer nicht alles alleine machen können. Aber es bedarf einer Struktur, die so etwas vorgibt.
Und das, weil Sie haben ja gerade darauf angespielt, das haben wir festgestellt, so sehr der Einzelne vielleicht für die Projekte begeistert sein mag, es meandert aus in den Kontakt mit anderen Amtsträgern, mit anderen Verantwortlichkeiten, mit anderen politischen Strömungen. Und wenn so etwas versandet, dann führt das dazu, dass, ich kenne das von vielen unserer Marktbegleiter, diese dann zumindest hier in Mülheim die Flügel strecken. Und das ist sehr schade. Da gehen nicht nur Gewerbesteuer mit verloren, da gehen Arbeitsplätze mit verloren, da gehen Familien, die abwandern, auch mit verloren. Und auch das macht eine Stadt wie Mülheim attraktiv. Herr Windfeder, welche Branchen können denn für Mülheim an der Ruhr zukunftsfähig sein und welche Nachfragen sehen Sie denn da in Zukunft? Oder wo sehen Sie eigentlich, dass ein Bedarf ist und wo können wir ansetzen als Stadt? Also ich glaube für Mülheim nicht, ich glaube nicht, ich weiß, weil ich nun mal jetzt seit langem unterwegs bin in diesem Bereich, dass wir immer mal das Thema haben, lasst uns doch ein Branchencluster hier groß aufmachen. Ich glaube, dass man in verschiedenen Ansätzen durchaus da auch mal drüber nachdenken kann. Mülheim hat aber den Riesenvorteil, dass wir gerade im Mittelstand, wir sind zweigeteilt, wir haben die Großunternehmen, die Sie angesprochen haben, da haben wir in Mülheim wenig Einfluss, ob jetzt weltweit Energieturbinen gebaut werden oder nicht, ob jetzt Röhren für ein Stream-Projekt irgendwo in der Nord- oder Ostsee gebaut werden, da haben wir wenig Einfluss. Aber wir haben eine sehr gute, zum Teil sogar auch eben Hightech-Mittelstandsstruktur. Und die ist über alle Branchen verteilt. Da gibt es nicht die Cluster. Das hat in vielen Wirtschaftssituationen für Mülheim immer einen Vorteil gehabt. Dass man nicht aus einer Branche jetzt, hat aber auch den Nachteil manchmal, dass es nicht eine boomende Branche ist, die jetzt dann durch die Decke geht. Das ist so. Als Zweite, das ist aber mir noch... Wir haben Champions, ne? Wenn man so... Absolut, Turk, so wie man die Klasse so, nennt, ne? Ja. würde ich das auf jeden Fall sagen. Ja. Wir haben wirklich hervorragendste Unternehmen. Das ist ja dass die auch hier sind. Ne? Die so wichtig ist, die nicht zu vertreiben. Ja, natürlich. Und das tun wir im Augenblick immer mal gerne. Mhm. Die rufen uns ja alle an und sagen dann, nenn bloß nicht unseren Namen, da gibt es noch mehr Ärger. Mhm. Also das ist ja, da müssen wir schon mal mit anfangen, dass wir die nicht vertreiben. Das Zweite ist aber, und da bin ich eben auch ein bisschen in Diskussion, wir haben ja in der Wirtschaftsförderung im Aufsichtsrat immer den engen Austausch zwischen Wirtschaft und Vertretern der politischen Parteien seit 20 Jahre. Das heißt, alles, was da besprochen wird, weiß und kennt die Politik in dieser Stadt. Die Verwaltung sowieso, weil die sitzt dem ja vor. Und da werden die ganzen Namen genannt, die sich für diese Stadt interessieren. Die sagen immer, ich würde gerne. Wie sieht es denn aus? Könnten wir denn nicht? Und wir können noch nicht mal für 15%, und das seit über 10 Jahren, ein Angebot formulieren. Also es geht ja gar nicht darum, dass wir in Detaildiskussionen kommen. Wir haben gerade aktuell ein Beispiel einer Duisburger, wieder so ein Hidden Champion Firma. Der Besitzer wohnt sogar in Mülheim. Der will sich neu orientieren, der möchte hier hinkommen. Wir können ihm kein Angebot machen. Null. Und wir haben diese Listen, wo drin steht, in jeder Aufsichtsratssitzung, die und die und die Unternehmen würden. Natürlich wird nicht aus allen was, ist mir völlig klar. Aber aus sehr vielen. Und die Politik kennt die auch alle. Ganz sicher. Ich habe gerade zufällig auf dem Spielplatz letzte Woche mit einem gesprochen, der sich vergrößern will. Ja, das sind die einen, die wir hier haben, die sich vergrößern wollen. Und Hänschen hat völlig recht, wir haben eine Menge zu bieten, geografisch sowieso. Aber auch an vielen anderen Ecken haben wir hier was zu bieten. Nur wir können denen kein Angebot machen, wo sie sich denn ansiedeln sollen. Und da kommen wir zu dem zweiten Problem. Selbst wenn ich einen Mittelständler habe, der sagt, ja, ich habe den und den Flächenbedarf, machen wir es mal nur an der Fläche fest. Da nützt mir auch nichts zu sagen, wir haben bei uns hier in dem Gewerbe, in der Brache, haben wir da noch was Freies, da kannst du dich ja zwischenstellen. Da tut mir leid, das möchte ich nicht. Und das Zweite ist, das weiß die Politik übrigens auch wenn sie jeden Tag das Gegenteil behauptet, die Brachflächen, die man so nennt, die stehen nicht zur Verfügung. Und das wissen alle. Selbst auch unser Dezernent, Herr Vermeulen, hat Vorträge gehalten und jede einzelne Fläche durchgegangen und dargestellt und glaubhaft und plausibel dargestellt, warum man da nichts entwickeln kann. Aber sie werden immer wieder mantraartig vorgetragen, als könnte man da was in die nächsten 10 Jahre nicht. Jetzt kann man sagen, und da gibt es tatsächlich welche, das ist schon nicht mehr in Ordnung, aber ich höre es durchaus, da sind ja ein paar, die gehen bestimmt bald pleite. Und dann reißen wir das ab und dann haben wir ganz viel Platz.
Ich bin nicht sicher, ob das der Weg ist, den wir gehen sollten. Umgekehrt, ich bin sicher, dass das der falsche ist. Das heißt also an der Stelle, wir haben diese Flächen nicht, aber wir haben die Anfragen. Also Ihre Frage, ich will mich nicht auf bestimmte Dinge konzentrieren, die Branche oder die Branche. Ich bin gern dabei zu sagen, lass uns mal ein paar Cluster bilden, die erfolgreich wo was tun können. Ich finde, da gibt es auch gute Ideen. Aber im Kern haben wir eine Stärke, lasst uns doch richtig guten Mittelstand holen. Und zwar auch Mittelstand, mein letzter Satz, der bitte nicht nur den High-End-Coder und Programmierer nach Mühlheim holen soll, sondern tatsächlich auch ein bisschen sich daran orientiert. Wir haben viele Langzeitarbeitslose bei uns in der Stadt. Das ist ein großes Thema. Wenn wir die in Arbeit bringen, sparen wir auch noch Kosten an der anderen Stelle. Absolut. Und da müssen wir ran. Wir haben ein großes soziales Gefälle in dieser Stadt. Da haben wir eine Verantwortung. Und das heißt, wir nutzen eben auch vor allen Dingen Unternehmen, die Arbeitsplätze anbieten, wo ich da was dran tun kann. Und nicht nur der High-End-Programmierer, den ich wahrscheinlich aus Hamburg für viel Geld weglotsen muss oder aus Berlin, München, Köln. Ich habe das Thema jeden Tag. Also von daher wäre mir wichtig, nicht auf eine Branche konzentrieren, aber die wollen, und es gibt genug, die wollen. Trotz unseres Steuersatzes. Es gibt genug. Besonders interessant. Lass die doch bitte nicht verhindern. Helf denen doch bitte, in diese Stadt kommen zu können. Das ist das, was wir sagen. Das ist leider das, was wir seit über 10 Jahren sagen. Und in dieser Politik und Verwaltung wenig gehört. Frau Busch, was meinen Sie denn, wie man diese Möglichkeiten gemeinsam Stadt und Unternehmen voranbringen kann? Also wie würden Sie das jetzt angehen? Also wenn Sie mich jetzt beraten sollten, Sie kennen die und Sie kennen auch die Flächen und Sie kennen auch Flächen, die jetzt Brachflächen sind, wo jemand auch schon mal was ausprobiert hat, dann muss er dann eine Altlastenbohrung machen und. Helfen Sie mir doch mal, wie geht man daran? In der Regel machen wir es so und wir sind ja, das ist ja bei uns ein bisschen mit Tagesgeschäft. Wir untersuchen erstmal, wenn es konkrete Flächen gibt oder wenn es konkrete Anfragen gibt, je nachdem, zu schauen, welche Bedürfnisse sind ganz konkret da. Was brauchen wir außer der Fläche, was brauchen wir noch an weiteren Details, die bekannt sein müssen und wie stellen wir die am günstigsten zusammen? Welche Dinge sind wirklich nice to have und welche Dinge sind zwingend erforderlich, dass man da wie eine Matrix zusammenbringt, was alles auf den Prüfstand gehört und was berücksichtigt werden muss. Und dann gilt es ja... Also bei uns, wenn beispielsweise... Das ist, glaube ich, auch spannend, wenn die das einfach mal konkret wahrnehmen können. Wenn wir beispielsweise, wie jetzt bei Herrn Hinsken, jemanden haben, der sagt, er braucht eine Fläche, auf der er eine bestimmte Baumasse bringen kann, die, wenn er schon ein Grundstück, wie es in dem Fall jetzt ist, wenn er das Grundstück schon hat, er hat ein Grundstück, genau, für den jetzigen Betrieb ist es schon da, dann ist die Frage, ist das, was an Planungsrecht da ist, ist es möglich, das auf der Fläche umzusetzen, was er sich wünscht? Oder müssen bestimmte Dinge, rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden? Ganz in dem konkreten Fall, da ist eine Altimmobilie drauf. Was muss ich machen, um die Altimmobilie abzureißen? Was brauche ich dafür Vorsätze? Was muss ich sehen, um die Geschichte von diesem Grundstück auch ein bisschen zu neutralisieren? Sprich, da gibt es, wie auf jeder Industriefläche, gibt es irgendwelche Altlastenproblematiken. Wie extrem sind sie? Wie kostenintensiv sind sie? Was für Vorgaben gibt es da? Was für Zeiten gibt es da, die ich berücksichtigen muss? Was gibt es für Bedürfnisse bezüglich des neuen Entwicklung, brauche ich bestimmte Verkehrsanbindungen, brauche ich bestimmte Anbindungen, macht die Anbindung an die Bahn beispielsweise Sinn, brauche ich Vernetzung in das Umfeld drumherum, brauche ich da bestimmte Voraussetzungen, sei es, wenn es jetzt um Wohnbebauung geht, was da ja auch mit entstehen soll, brauche ich Bedürfnisse für Schulen und Kindergärten und sonstiges, ist auch da das Umfeld, was da ist, was schon vorherrscht, ist es gegeben oder ist es geeignet für die Entwicklung, die an der Stelle ist, oder aber was fehlt und was muss noch Neues geschaffen werden. Wenn es weitergeht mit, habe ich lärmtechnische Dinge, die ich berücksichtigen muss, habe ich Probleme aus dem Umweltrecht, sprich Klima, Artenschutz, all diese Dinge, die ich berücksichtigen muss. Dann ganz banal, wir stehen im Wettbewerb mit den Gemeinden drumherum. Was können wir ihnen bieten, wo sind die Vorzüge, die Mühlheim ihm bieten kann und was könnten Entscheidungsgründe für das Unternehmen sein, dass es hier bleibt. Auch die Aspekte gehören unseres Wissens schon ganz früh auf den Prüfstand und müssen mit berücksichtigt werden, sodass wir
bei Entscheidungen, die vielleicht auch länger dauern, dann auch Argumente haben zu sagen, es lohnt sich vielleicht hier zu bleiben. Oder aber, wenn es auch Aspekte gibt, die vielleicht negativ sind und die wir nicht ganz ausräumen können, warum ist es trotzdem für ihn sinnvoll, hier zu bleiben? Und dann muss man versuchen, natürlich alles, was man Ich möchte den Herrn Linsken, Sie sind ja immer noch hier und Sie haben ja sozusagen diese ganze Odyssee gerade so durchgemacht. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie Sie das erlebt haben oder was Sie denken, was man anders machen könnte, damit es vereinfacht wird, damit es auch ein bisschen plastischer wird. Weil wir wollen ja daraus lernen. Wir wollen jetzt ja sozusagen in Zukunft das anders machen. Und ich gucke ja nach vorne, ich gucke nicht nach zurück, aber ich möchte gerne wissen, wie soll es denn sein? Was kann man daraus lernen? Also ich kann vorwegschicken, was beide Vorredner gesagt haben, kann ich und würde unsere Unternehmensgruppe so unterschreiben. Das Problem ist nicht, dass es widerstreitende Interessen gibt. Natürlich, und es ist auch gut so, muss man versuchen, das, was der eine möchte und der andere verhindern möchte, in einer geeigneten Art und Weise in Einklang zu bringen. Zumindest zu einem Ergebnis. Der Einklang, das liegt an dem Geschick des Einzelnen oder einer Problemsituation, ob sich das lösen lässt. Für uns hat ein Großteil der wirtschaftsfördernden Aufgaben tatsächlich das Geohaus übernommen. Wir hatten, glaube ich, mehr als eine Diskussion, wo wir gesagt haben, wir lassen es jetzt. Es macht keinen Sinn, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachtet, die Zeit, die Mühe und ehrlich gesagt auch das persönlich genervt sein führt jetzt nicht dazu, dass man das weiter vorbereitet. Ich habe es aber diesmal charmant ausgedrückt. Also das soll auch nicht heißen, dass nicht viele Leute, mit denen wir zu tun hatten, bemüht waren. Aber böse ausgedrückt, das Bemühen alleine reicht nicht. Es gibt einen Wirkungskreis, unsere Aufgabenstellung geht über den Wirkungskreis des Einzelnen hinaus. Da bedarf es am Ende aller Tage der Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kann man führen. Und eine solche Entscheidung, die muss auch mit einer gewissen zeitlichen Nähe und mit Verlaub und mit etwas Druck geführt werden. Wenn man das jetzt seinen normalen Geschäftsgang gehen lässt, dann ist das immer die Erfahrung, ja, es kommt nicht zu dem Punkt, den man sich wünscht. Und sei es auch etwas Ablehnendes. Auch das ist etwas, womit ein Unternehmen umgehen kann. Erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist nach meiner Auffassung und Erfahrung innerhalb Deutschlands und auch des Auslands eine Politik, die sich um eben diese Kompromisslösung bemüht und das Ganze versucht, in einer Zeit zu realisieren, die praktikabel ist. Und das ist meine ganz persönliche Geschichte hier. Es ist keine angemessene Zeit mehr. Es ist nicht das Fortkommen zu sehen gewesen, was wir brauchten. Aber um den anderen Punkt auch aufzugreifen, erfolgreiche Wirtschaftspolitik führt auch dazu, dass eine Stadt attraktiv ist. Also einen guten Ingenieur aus Mülheim oder aus Hamburg nach Mülheim zu bringen, das ist mal eine richtig spannende Aufgabe. Wenn wir sagen New York, Washington, das passt schon. Wenn wir sagen Duisburg, Mülheim, Essen, dann sagt er, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Da geht es nicht um die Bezahlung. Es geht auch nicht um die Frage, ob ein Kindergartenplatz vorhanden ist. Es geht darum, dass eine Stadt attraktiv ist und jemand sagt, oh, da gehe ich gerne hin. Und das summiert sich aus ganz vielen kleinen einzelnen Bausteinen, die ich persönlich mangels Expertise gar nicht darlegen kann, aber ich nehme es wahr. Und Frau Busch und ich, wir hatten da mehr als eine Diskussion. Ich denke, Herr Windfeder kann das so ein bisschen unterstützen, dass Leute sagen, naja, Mülheim. Da fällt ihnen noch nicht mal was Positives oder was Negatives ein, es wird halt so mitgenommen. Und auch sowas kann man durch Clusterbildung, durch Stärkung des Mittelstands, durch eine interessante Politik, die Unternehmen ansiedeln möchte, natürlich befeuern. Und dann geschieht auch etwas. Herr Windfeder, dann komme ich gleich nochmal zu Ihnen. Halten Sie es für sinnvoll, dass wir hier, Sie haben das ja vorhin gesagt, nein, wir brauchen auch ganz praktische Arbeitsplätze, aber dass wir trotzdem auch wissensbasierte Arbeitsplätze hier versuchen zu verstärken, weil wir zwei Max-Planck-Institute und die Hochschule Ruhr-West haben, aus denen man auch neue Unternehmen entwickeln kann oder andere auch sich erweitern. Ist das etwas, wo Sie eine Perspektive sehen oder sagen Sie, nee, eigentlich brauchen wir mehr so Standardunternehmen? Natürlich muss man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir müssen ja das morgen aufbauen und das übermorgen aufbauen. Das ist völlig klar. Wenn man das jetzt mit Herrn Hinskes Aussage verbindet, lass doch mal Leute hier hinlocken, wie das auch immer geschehen kann, dann muss man schon sehen, ist es auch schon wahnsinnig wichtig, wie das Umfeld dargestellt ist. Was können die Menschen hier machen? Kriege ich hier die Fachkräfte, kriege ich hier die guten Leute? Weil der Fachkräftemangel ist ja in ganz vielen Branchen, gerade in den Innovativen, gerade in denen, die nach vorne, die für die Zukunft sind, die müssen im Endeffekt ihren Standort danach auswählen, kriege ich da Leute. So, das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, da widerspreche ich nicht, aber Sie haben es nicht so gemeint,
Es ist wichtig, dass ich einen Kita-Platz hier kriege. Es ist wichtig, dass ich, wenn wir heute Einstellungsgespräche haben, geht es nicht erstmal ums Geld. Dann geht es darum, welche Aufgabe ich, ist die spannend, wie ist mein Umfeld, kriege ich die Lifetime-Balance, kriege ich Beruf und Familie hin. Also darum, und dann geht es irgendwann auch ums Geld, das ist klar. Aber genau das müssen wir in Einklang kriegen. Und das ist Aufgabe von Kommune, das ist Aufgabe von uns allen an der Stelle. Wenn Sie aber tatsächlich wissensbasiert ansprechen, natürlich müssen wir vorwärts gehen. Ich möchte aber doch realistisch rangehen. Mit Verlaub, ich finde super, dass wir Max-Planck-Institute haben. Aber die machen Grundlagenforschung. Das heißt, das, was da rauskommt, da reden wir in 20, 30 Jahren von, dass da was rauskommt. Ich bin gerne dabei, was zu machen, aber seien Sie nicht böse. Die Idee haben wir auch schon seit 20, 30 Jahren. Die ist nicht neu und bis jetzt gibt es keine Ausgründung. Also das ist einfach Grundlagenforschung. Wir arbeiten in Duisburg mit so einem konkreten Projekt auch zusammen. Ja, das kann das mal gehen und ich bin sehr dafür, das zu tun und zu fördern. Nur wirtschaftlich, Sie wissen das genauso wie alle Ihre Wettbewerber um die neuen OB-Positionen, sitzt der Karren echt im Dreck. Und ich kriege den mit 2, 3 Ausgründungen, auch wenn die Hochschule da sehr umtriebig ist und wir das unterstützen, wo wir können, kriegen wir den Karren nicht raus mit den kleinen Dingen. Wir brauchen einen großen Wurf. Das heißt, das kann auch von mir aus gern überregional sein. Das kann eine drastische Gewerbesteuersenkung sein, um zu sagen, aber wir brauchen einen großen Wurf mit den paar kleinen Dingen. Gewerbesteuersenkung, wenn man dann tatsächlich Fläche hat, wo man dann Unternehmen hinkriegen kann. Bei der jetzigen Situation nützt uns auch eine Gewerbesteuersenkung nicht, weil die alle sagen, ich würde gerne, wo soll man die denn hinstellen? Ja. Ich bin bei Ihnen. Dann lassen Sie uns die Gewerbesteuer lieber lassen, damit wir die Einnahmen noch haben, meinen Sie? Okay. Zur Zeit. Nein, das ist ein Kompromiss, aber gut. Nein. Also das haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Ich sage nur, dass jetzt neue Unternehmen... War nicht ganz ernst gemeint. Können, wenn ich denen nichts anbieten kann. Nein, Sie haben völlig recht. Das ist schon. Aber natürlich müssen wir neue, moderne Dinge vorwärts treiben. Ich glaube aber, dass wir daran in dieser Stadt, und Sie haben einige Unternehmen auch besucht, genauso wie auch Ihre Wettbewerber, wir haben ja ein Treffen auch bei einem dieser Hidden Champions gehabt, da sind wir nicht schlecht. Es mangelt uns da nicht dran. Es mangelt uns daran, die wirklich attraktiv sind, auch tatsächlich zu uns zu holen, die interessiert sind. Und da nehmen wir die unsere ein bisschen einfachen Jobs anbieten, genauso wie die High-End unterwegs sind. Selbstverständlich. Und wenn das gekoppelt ist mit Wissenschaft, geht das auch. Eindeutig. Sehen Sie denn eine Perspektive am Flughafen, wo eben auch Beispiel, wenn ich jetzt lese vorgestern oder gestern, Aachen hat jetzt genau das, was ich jetzt auch schon seit Monaten ja propagiere, die zukünftig solargetriebenen Taxis, da wären wir doch einfach hier ein toller Standort in Mülheim. Wäre das denn etwas, wie Sie sagen, das bringt was oder bringt das nichts? Also normalerweise mache ich jede Diskussion daran fest, wann kommt das Thema Flughafen? Und das seit 20 Jahren. Ja. So, und die Art und Weise, wie aktuell darüber geredet wird, dreht sich sehr positiv. So war das seit vielen, vielen Jahren nicht, weil darin eine Chance gesehen wird. Ich glaube, das sehen auch immer mehr in der Stadt. Ob das modernste Techniken sind, ob das Flugtaxen sind und wir eine Station werden oder vielleicht richtig was draus machen, muss man diskutieren. Ist eine Chance. Ich finde es klasse, dass die WDL da jetzt investiert und da loslegt. Das ist wichtig für so einen Standort. Es ist auch wichtig, dass wir ausbauen, was wir haben und vielleicht auf Perspektive mal zu sagen, lass uns doch da noch mal ein Stück dran nehmen. Da ist auch wenn man die Kaltschneise dort braucht und halten sollte, das ist okay, ja. Aber da ist trotzdem eine Menge zu tun. Lasst uns das bitte tun und seien wir ehrlich, es ist das Einzige, was geblieben ist. Also das muss man auch klar sagen. Von daher, lasst uns das tun. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, das passt eben nicht für jeden. Das heißt, auch da werden wir was bewirken können, aber ob wir damit alleine den Karren rauskriegen, bin ich nicht sicher. Haben wir schon Fragen von Zuhörern? Dann würde ich einmal kurz an den Moderator geben. Podium. Genau, wir haben eine Frage und zwar geht es darum, wir haben ja kurz die Thematik der Ausgliederung aus der Hochschule gestreift. Da sagt ein User, dass in Dortmund sei das ja ein Erfolgsmodell und die Uni in Duisburg liegt an der Stadtgrenze. Bietet nicht die ehemalige Tengelmann oder das ehemalige Tengelmann-Gelände hier Möglichkeiten? Das ist eine konkrete Frage. Wer möchte dazu? Ja, bitte, Herr. Also, wir hatten die Diskussion auch schon mal mit der HRW. Auch das ist wieder eine Frage der Wirtschaftspolitik. Ausgründungen funktionieren seltenst, indem sie sich von der ersten Minute an selber tragen. Das heißt, wenn wir Fläche haben, wenn wir Bürofläche haben, Infrastruktur, dann muss sowas auch in einer irgendwie gearteten Art und Weise subventioniert werden. Ich gebe Ihnen da leider völlig recht, was aus unserer Sicht Mülheim bräuchte, wäre der große Wurf.
Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Wir sehen hier in Mülheim zu wenig produzierendes Gewerbe. Wir haben zu wenig tatsächlich noch funktionierende Infrastruktur im industriellen Bereich. Da liegen wir hier bei 11-12%, je nachdem, wie man glauben möchte. Wenn man das jetzt mit dem bundesdeutschen Durchschnitt von 25% vergleicht, ist das schon für den Ruhrpott sehr dünn. Da ist eine Ausgründung in der hier vorhandenen HRW oder auch in der Uni Essen-Duisburg sicherlich ein wichtiger Weg, aber es ist nur ein Baustein. Das löst hier kein Problem. Wir merken das an einem ganz banalen Umstand. Leiharbeiter, die wir hier haben oder die wir immer wieder einsetzen, kommen hier gar nicht mehr ins Ruhrgebiet. Die gehen ins Allgäu und verrichten dort ihre Leistung. Pendeln dann. Das heißt, wenn wir hier ausgründen, dann ist das ein nice to have in den ersten 15 Jahren. Aber parallel muss auf jeden Fall auch etwas Unterstützendes angeboten werden, um gewerbliche, industrielle Betriebe zu befeuern, meinetwegen anzulocken, um auch dem Thema Arbeitslosigkeit zu begegnen, um auch den, ich sag mal, durch den Wegbruch von verschiedenen Unternehmungen oder Reduktion in der Fertigung entsprechend Paroli bieten zu können. Das geht eben nur durch so etwas. Und da geht es aus meiner Sicht auch nicht allein immer um die Frage Gewerbefläche. Also wir sind erst seit 5 Jahren hier in Mülheim, wir mussten vieles sehr schnell lernen. Sicherlich ist Gewerbefläche ein Thema, aber es geht insbesondere auch darum, wie nutzen wir vorhandene Ressourcen. Auf unser Unternehmen gemünzt, wie kann man es attraktiv machen, dass wir hier weiterhin fertigen. Und wie gesagt, der Wettbewerb, der ist einmal auf der anderen Seite des Rheins und dann geht der runter bis nach Rumänien. Und da ist für uns nur ein Punkt zu schauen, wie können wir auch Fachkräfte hier holen. Wir kooperieren ja mit der HRW, wir kooperieren mit der Uni Essen-Duisburg. Aber das sind Long-Terms, also Langläufer. Das ist nichts, was heute oder morgen in irgendeiner Art und Weise bei uns Geld reinbringt. Das bringt auch nichts der Gewerbesteuerkasse. Das sind Dinge, mit denen wir uns versuchen, auf die nächste Generation vorzubereiten. Und das wird zu wenig gemacht und zu wenig unterstützt. Das ist gefährlich. Aber wenn ich jetzt mal Ihr neuestes Projekt Schlippenweg angucke, das ist ja auch nicht produzierendes Gewerbe. Das ist ja ganz was anderes. Ganz was anderes. Was haben Sie denn da für eine Erfahrung gemacht? Das ist ja ein Bestandteil eines Gesamtprojektes. Wir entwickeln sogenannte dezentrale, multimodale und hybride Energiesysteme. Da ist es übrigens auch nicht so einfach. Das war mal eine Frage aus einer anderen Fakultät, warum wir das nicht allein mit der HEW machen. Die Fachleute, die wir brauchen, die gibt es nicht an jeder Hochschule. Das ist keine beliebige Handelsware. Wir entwickeln dort ein System, wo auch in den diversen Gesprächen eigentlich jeder von begeistert ist. Es deckt Bedürfnisse der Kommunen, es deckt die Bedürfnisse oder befriedigt Bedürfnisse von Leuten, die sich um Ökologie bemühen, um Wirtschaft, um Export, um Innovation, um Digitalisierung. Das wird dann alles aufgenommen. Und dann ist natürlich die Erwartung der Unternehmensgruppe, jetzt versucht man dieses Projekt auch zu unterstützen. Und wenn das nicht stattfindet, weil wir uns ehrlich gesagt auch teilweise mit sehr kruden Diskussionen auseinandersetzen müssen, nicht einmal, sondern mehrfach. Dann stellen wir uns intern und im Board die Frage, macht es vielleicht eher Sinn, an den Niederrhein zu gehen? Ich bemühe jetzt dieses Beispiel und zu sagen, gut, da haben wir die Diskussion nicht, da geht das alles ein bisschen schneller. Wohlgemerkt, mit dem Manko, da sind wir vielleicht nicht an diesem Ruhrradschnellweg, da haben wir nicht die Hochschulen direkt in der Nähe. Aber wir wägen ab und überlegen, was ist für uns das geringere Übel? Und da ist natürlich die Erwartung des Unternehmens immer, dass eine starke Spitze sagt, das ist unser Vorschlag, so können wir das lösen. Oder eben auch sagt, wir wollen es nicht. Das sind die zwei Möglichkeiten, in denen man sich bewegt. Und um die Frage nochmal aufzugreifen, eine Ausgründung ist immer wichtig. Sie kann einen Wirtschaftsstandort auf lange Sicht erhalten, aber sie ist nichts, was den aktuellen Gegebenheiten hier in Mülheim irgendwie Rechnung tragen kann. Ist meine persönliche Auffassung dazu. Was Sie machen wollen, ist ja eigentlich auch nicht unbedingt Produktion, sondern Sie machen ja was anderes dort. Um da nochmal drauf einzugehen, ja. Wir werden an all diesen Standorten diese Systeme, das sind neurovolutionäre AI-Modelle, trainieren und lernen und entwickeln. Selber jetzt noch nicht mal die Sensorik oder Aktorik, also wir bauen keine Roboter, sondern wir entwickeln Plattformen, die mit dieser Vielzahl von Informationen die richtigen Ergebnisse, die richtige Betriebsführungsstrategie entwickelt. Auch das ist ein Projekt, das läuft über 5, 10, 20 Jahre.
Wir bekommen hier keine KI-Spezialisten. VW bietet den 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr. Wir brauchen eine Handvoll. Es ist jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, das kann der deutsche Mittelstand nicht mal so eben bezahlen. Also zumindest nicht das, dann das zweite Monatsgehalt. Das sind Dinge, die müssen aus meiner Sicht auch durch einen Staat tatsächlich subventioniert werden. Weil bei unserem Wettbewerber, der sitzt in China, der sitzt in Indien, da wird das begleitet. Und das sind die, mit denen wir uns messen. Und wenn sowas nicht unterstützt wird, dann ist das ein sehr dünnes Eis, auf das wir uns begeben, mit der zarten Hoffnung, dass es doch irgendwie in 15 Jahren zum gewünschten Erfolg führt. Bekommen Sie dann Bundesmittel oder wie läuft das praktisch? Also wir beantragen derzeit sowohl Landes-, Bundes- als auch Europamittel. Unsere Wunschvorstellung ist natürlich, und das macht auch wieder eine Stadt stark, zu sagen, wir unterstützen euch dabei. Es gibt natürlich dann immer einen kürzeren Dienstweg zum zuständigen Minister, zur zuständigen Behörde. Auch das sind Dinge, die wir uns von einer starken wirtschaftsfördernden Stadtspitze erhoffen, die dann sagt, und okay, wir können das begleiten. Mir ist sehr wohl bewusst, dass natürlich jetzt weder Sie noch jemand anders in der Lage ist, die Mittel zu vergeben. Aber es macht es Längen einfacher, wenn man da den nötigen Rückenwind erfährt. Und eine Kommune sagt, das finden wir toll. Also ich hatte ja immer gesagt, wenn ich Oberbürgermeisterin werde, würde ich mich auch als oberste Lobbyistin für Mülheim bei Land, Bund und Europa verstehen. Natürlich kenne ich auch an den verschiedenen Plätzen auch Leute. Das ist ja auch mal ganz gut, wenn man da schon mal ansetzen kann. Das ist mir sicherlich auch ein Anliegen, da die Möglichkeiten auszunutzen, die es gibt. Also da gibt es ja etliche. Herr Windfeder, meinen Sie, dass so eine Wiederbelebung der Stärkungsinitiative Industrie für Mülheim, also diese Industriekonferenz, sinnvoll und wünschenswert wäre? Oder ist das... Also das war das vorgestern? Das ja, nehme ich mal an, aber ja. Wir haben vor einigen Jahren mit einem sehr großen Aufwand in verschiedensten Fachbereichen, ob das jetzt tatsächlich auch wieder damals schon Flächen war oder Industriethemen oder Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, sehr detailliert miteinander gearbeitet unter damals Führung des OB und des Unternehmerverbandes zusammen mit der IHK. Das ist gelaufen und es hat eins gezeigt, an dem wir in dieser Stadt dringend arbeiten müssen. Wir haben wenig Erkenntnisprobleme. Also wir brauchen nicht die 593. Studie zu was auch immer. Also was in Mülheim zu tun ist, ist relativ allen klar. Es hat nur zwei Aspekte, woran es mangelt. Das eine ist das Thema Umsetzung. Und da muss man tatsächlich sagen, da setze ich auf den oder die neue OB auch, dass sie eine neue Führungskultur in die Verwaltung bringt, damit auch Dinge wirklich umgesetzt werden und nicht verhindert, sondern ermöglicht werden. Ich glaube, dass es da eine unglaublich neue Kulturart auch geben muss. Den Begriff kannte ich jetzt noch nicht, aber den teile ich gerne. Den teile ich gerne. Genau darum geht es. Und das Zweite ist an der Stelle, das muss man klar sehen, für alles, was man dann initiieren will, braucht man am Anfang Geld. Das ist, also wir Unternehmer wissen das, aber unser Eindruck ist so ein ganz klein wenig, wenn ich mir auch die Wunschliste, was alles gemacht werden soll, all der Kandidaten, die sich hier um den OB oder DOW kümmern, dann ist das toll und erstaunlich. Das Witzige ist nur, die brauchen für alles Geld. Und wir haben für keine dieser Ideen auch nur einen einzigen Cent. So, und da muss man ran. Ich finde Zielfolien super, da bin ich unheimlich für. Aber meine Rolle ist zu sagen, lass uns mal pragmatisch drauf schauen, was können wir hinkriegen. Denn ein Thema kriegen wir nicht in den Griff in unserer Stadtgesellschaft mit den Vertretern. Und das heißt Prioritäten setzen. Wir wollen in Mülheim die eierlegende Wollmilchsau sein. Das wissen wir alle. Mit Verlaub auch die Kampagnen, die ich von Ihnen und Ihren Wettbewerbern sehe, in welchen Bereichen Sie alles machen wollen, wo wir ja für keinen einzigen Geld haben, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen Prioritäten setzen. Und da sagen wir nun mal, wir sind in einer Situation, da müssen wir für eine gewisse Zeit die Priorität darauf setzen, wirtschaftlich wieder auf die Füße zu kommen, Einnahmen zu generieren, damit wir all die berechtigten Themen und Projekte auch finanzieren können. Wir glauben leider nicht, dass das Geld vom Himmel fällt. Das teilen wir nicht. Ja, bei den Haushaltssitzungen und Beratungen, bei den Haushaltsberatungen muss ich sagen, die meisten vermitteln diesen Eindruck. Und daran glauben wir nicht. Das heißt, wir müssen an der Stelle sehen, wir müssen Prioritäten setzen.
Und das ist ein politischer Prozess. Und wir erwarten uns von der neuen Führung und auch dem dann neu zusammengesetzten Stadtrat eine Zusammensetzung, wo man zumindest mal für eine gewisse Zeit klare Prioritäten setzt. Das macht man sonst in Koalitionsverträgen oder das ist auch richtig so. Und da sagen wir, wenn wir den Fokus da nicht drauf legen, dass wir mal sehen, den Wirtschaftsstandort vorwärts zu treiben, an die Einnahmen zu denken, dann werden wir stetig weiter nach unten abdriften. Das macht mir auch große Sorgen und ich hoffe sehr, ja, ich hoffe sehr, dass wir haben ja im neuen Stadtrat auf jeden Fall sehr viele neue Menschen. Ich hoffe nur, dass die Mehrheiten dann so klar sind, dass wir sozusagen tatsächlich mit einer Gruppe von Menschen dann auch etwas bewegen können, die vielleicht auch mit einem neuen Blick daran gehen. Sachgetrieben kann ich doch sagen. Mein Eindruck ist schon, dass man im Stadtrat mit allen eigentlich reden kann. Also ich muss sagen, positiv gestimmt haben mich die Diskussionen, die wir mit den ganzen OB-Kandidaten in den letzten Wochen hatten, zu verschiedenen Themen, dass da doch einige Schnittmengen sind. Und da meine ich, da muss man doch auch zu einem gemeinsamen Ergebnis irgendwie kommen können. Frau Busch, was sehen Sie, wo sehen Sie Mülheim in 5 Jahren? Was ist Ihre Vision, wie sieht Mülheim in 5 Jahren aus? Ich hoffe, dass es gelingt, dass wir die mittelständischen Unternehmen, die Herr Windfeder angesprochen haben, dass wir da Raum für finden, dass wir Akzeptanz dafür finden, weil im Moment, glaube ich, in der Diskussion ist ganz viel, dass von Bürgern versucht wird, bestimmte Dinge, die von ausgearbeitet wurden, wo man sagt, hier gibt es Standorte, hier gibt es Möglichkeiten, hier wären Flächen da, die da vielleicht auch, weil bestimmte Dinge nicht richtig kommuniziert werden, dass sie von vornherein abgelehnt werden und damit bestimmten Flächen im Detail jetzt keine Möglichkeit gegeben wird. Ganz viel, glaube ich, davon ist auch ein Problem, dass Sachargumente nicht richtig ausgetauscht werden, dass Bürger an bestimmten Stellen nicht richtig mitgenommen werden, sondern dass häufig von vielen Stellen einzelne Stimmen laut werden, die eben nur laut, aber nicht unbedingt sachlich richtig sind und wahrgenommen werden. Und die werden aufgegriffen und da wird versucht, häufig schon gerne Stimmung gegen Dinge zu schaffen, statt dass man versucht, Dinge voranzutreiben und Dinge ins Positive umzulenken und damit dann die Chancen zu sehen und nicht nur das, was es vielleicht an negativen Aspekten auch mit sich bringt. Ich glaube, der Zeitraum ist sehr, sehr gut, weil wir jetzt im Moment die Einsicht bei vielen haben, dass wir etwas tun müssen, dass es an vielen Stellen so nicht mehr, wie es jetzt ist, weitergehen kann, sondern dass dringend Veränderungen her müssen. Und ich würde mir wünschen, dass man da Bürger, dass man da Sachargumente richtig austauscht, das Ganze mal nicht nur auf der emotionalen Basis, sondern viel mehr in die sachliche Diskussion bringt und dass man versucht, mit den Argumenten auch wirklich Flächen ausweist, mutig Flächen ausweist und damit Unternehmen eine Chance bietet, hier in Mülheim anzusiedeln. Und bei der Diskussion ist es auch immer wichtig, Herr Hinzken hat es mehrfach angesprochen, auch wir erleben, dass die Konkurrenz in den Nachbarstädten ist definitiv da. Viele fühlen sich in den Gemeinden drumherum besser aufgehoben, weil ihren Bedürfnissen auch besser Raum gegeben wird und die Lösungen aufgezeigt werden, auch schneller. Und das ist für wirtschaftliche Unternehmen ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt. Also es hilft häufig nicht, wenn wir schauen mal und wir gucken mal und grundsätzlich ist es gut, aber es passiert dann doch wieder nichts. Wir brauchen die schnelle Lösung und das muss nicht überall sein. Das muss auch nicht sein, dass jedes Angebot, was an Mülheim herangetragen wird, umgesetzt werden muss. Es darf schon auch natürlich gesehen werden, ob es in die Umgebung und ob es in die Struktur passt, aber nichtsdestotrotz müssen wir, wie Herr Windfeder schon sagt, Entscheidungen treffen und auch den Mut haben, welche umzusetzen und nicht jedes noch so emotional vorgetragene Argument an oberste Stelle zu rutschen und die Sachargumente dabei aus dem Auge zu verlieren und dabei auch das große Ziel aus dem Auge zu verlieren. Wenn Sie jetzt mal einfach so eine Prognose angenommen, wir haben jetzt einen neuen Rat, wir haben einen neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin und wie viele neue Unternehmen haben wir in 5 Jahren hier? Ich glaube, 20 sind ja schon hochgestellt, zumindest wenn es etwas größere sind. Aber im Moment glaube ich auch, es ist mit dabei eine große Aufgabe, die wir hier haben, für die einen interessanten Standort zu erhalten. Und auch das darf nicht aus dem Auge verloren werden, sondern das muss auch jetzt für die nahe Zukunft oberste Priorität mit haben. Ihre Vision für 5 Jahre? Oder was wird in 5 Jahren, wie wird Mülheim aussehen? Unsere Hoffnung oder unser Wunsch ist tatsächlich Fokus,
auf 3, 4, 5 wichtige Punkte zu legen, die im Schulterschluss, also mit einer gemeinsamen Ausrichtung aller Akteure, auch voranzutreiben. Dann ist schon viel geschehen. Wenn das in den nächsten 5 Jahren gelingt, erkennbar für alle Involvierten, das meint den Bürger, das meint aber aus unserer Sicht eben halt auch die Unternehmen, klar davon zu überzeugen, dass die Stadt Mülheim mit dem überwiegenden Teil aller Involvierten versuchen möchte, die Gegebenheiten so zu schaffen, dass es für die Unternehmen attraktiv ist. Insofern gebe ich dem Herrn Windfeder bei der Diskussion oder bei der Priorisierung völlig recht. Das andere Problem, auch das kennen wir natürlich, es ist die nirgends Geld da. Aber ich kann einen Rahmen schaffen und ich kann auch gelegentlich mal ein Zückerchen besorgen aus einer kommunalen Verwaltung, was es Unternehmen attraktiv macht, trotzdem umzuziehen. Und wenn sowas einmal angestoßen ist, und das kann man auch nicht nur in 5 Jahren, das kann man auch schon nach einem Jahr zeigen. Wenn ich es nach einem Jahr schaffe, eine breite Masse davon zu überzeugen, dass es lohnend ist, in Mülheim zu investieren, weil das tut ein Unternehmen. Es baut, es kauft, es schafft Arbeitsplätze, es macht dieses Ganze drumherum, was Geld kostet. Wenn ich das anschubse in den ersten 1, 2 Jahren, dann bin ich persönlich fast der großen Hoffnung, dass man dann auch in einer absehbaren Zeit in der Lage ist, auch das monetäre, fiskale so zu gestalten, dass da wieder ein Silberstreif am Horizont ist. Aber das setzt eben voraus, und das ist, um die Frage zu beantworten, unsere Hoffnung und Wunsch, es geschieht was. Es muss etwas losgetreten werden und wird nicht ständig an irgendwelchen Stellen absichtlich oder unabsichtlich torpediert. Herr Windfeder, wie sieht Mülheim in 5 Jahren aus, wenn Sie sagen, ach ja, das diskutieren wir schon 10 Jahre, das diskutieren wir schon 20 Jahre, wenn Sie mit allen jetzt gesprochen haben, Sie haben ja mit allen Kandidaten gesprochen, Sie sehen, wer im neuen Rat sein wird und so. Wie sehen Sie Mülheim in 5 Jahren? Also zunächst mal, Vision hilft da nicht. Wir müssen die Themen, die wir haben, abarbeiten. Wir müssen einfach mal auch wirklich arbeiten in den Gremien und tatsächlich fleißig abarbeiten. Und ich sehe schon an Herrn Hinsken angedockt vielleicht, wenn wir nichts ändern, dann geht die Spirale weiter nach unten. Da bin ich ganz ehrlich. Also das macht doch keinen Sinn, drum rumzureden. Ich lebe hier, ich liebe Mülheim, ich bin Mülheim, ich werde mein Leben hier bleiben. Es geht nicht um Schlechtreden. Es geht um einen realistischen Blick. Und wenn wir nicht fundamental etwas ändern, dann wird das weiter nach unten gehen. Auf der anderen Seite muss man auch dann sehen, wo stehen wir genau. Und das gibt vielleicht Hoffnung. Also Ihnen geht es ja auch ums Morgen, so wie auch allen, das ist die Zukunft. Wenn man jetzt die aktuellen, gerade vor 2 Wochen ja rausgekommen, Vergleich der 401 Kommunen in Deutschland sieht und da mal sieht, wie ist dann der Dynamikteil im Bereich Wirtschaft, dann stehen wir da von 401 Kommunen auf Platz 397. Das heißt also, es kann nicht mehr viel weiter nach unten. Das ist doch auch schon mal was. Das heißt, es kann ja nur besser. Wir können auf 4 Plätze abrutschen. Natürlich ist das, ja, das, boah, das muss man, wenn man sich anguckt, wer da ist, muss man, aber darum, das ist natürlich Galgenhumor. Aber wir sind tatsächlich an einer Stelle, wo es uns eben nicht mehr nützt, da mal ein bisschen und da mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Dann werden wir, und wer auch immer gewählt wird, sowohl als OB oder im Stadtrat, weiter nicht anerkennende Realitäten. Wir kommen da schon irgendwie durch. Es wird schon klappen. Wir müssen kein großes Rad. Wir müssen nicht weit springen. Das wird uns nicht helfen. Und wir als Verband haben wir die nächsten 1, 2 Jahren genug zu tun mit unseren Unternehmen, denen zu helfen, dass sie durch diese Krise kommen. Wir haben die Argumente alle schon vor Corona gehabt. Corona macht es jetzt nur noch schwieriger. Das heißt, da werden wir einen Fokus drauf setzen. Deshalb hoffen wir, um wieder mit der Hoffnung auch zu enden, dass ja, den Unterschied machen Menschen. Und die jetzt gewählt werden, dass die tatsächlich die Realitäten von dieser Basis auch einen neuen Weg beschreiben und sich zusammenraufen, weil es einfach notwendig ist. Wenn nicht, sehe ich es wirklich schwierig, da bin ich ganz ehrlich. Wo Sie gerade von den Unternehmen und Corona sprechen, wie viele sehen Sie denn, die jetzt in den nächsten Monaten noch weitere Schwierigkeiten bekommen? Also wir werden ja große Probleme noch haben mit der Gastronomie. Wir haben schon, wie gesagt, hatte ich ja eben erwähnt, Friedrich-Wilhelm-Hütte in der Insolvenz und. Also was sehen Sie da noch auf uns zukommen, wo wir ja wirklich aktiv auch noch arbeiten müssen? Das ist ja etwas, was uns zusätzlich belastet. Ja, also ich glaube, der Trend, den man immer mal jetzt auch aus anderen Bereichen liest, dem würde ich zustimmen.
die da sagen, wir haben jetzt viele Maßnahmen gehabt, die so diese ersten Probleme in verschiedensten Branchen, die reden Einzelhandel da zum Beispiel nicht, aber in vielen, vielen Branchen tatsächlich geholfen hat. Das wird abebben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr, im übernächsten vielleicht noch weiter, da erst die Wirkungen, die Auswirkungen rauskommen. Ich fürchte gerade ein Standort, das ist wie bei Unternehmen. Wer geht jetzt pleite? Das sind die zunächst mal, die vorher schon schwach waren. Die geht. So, jetzt waren wir vor Corona als Stadt nicht wirklich stark. Wir gehören zu den Schwachen. Also werden wir auch die Auswirkungen stärker kriegen und die werden kommen. Ein weiterer Grund, fundamental die Ärmel hochzukrempeln, sich zusammenzuraufen im Schützengraben und loszulegen und die ganzen Einzelinteressen mal zu vergessen und die Priorität für die nächsten 2, 3, 4 Jahre auf diese Themen zu legen. Wir können danach gerne, ich bin sehr für ein Schwimmbad in dieser Stadt. Ich bin sehr für einen modernen ÖPNV. Am besten muss er so sein, dass wir nur noch Elektro fahren mit kleineren Einheiten. Wenn es irgendwie geht, sollte der auch nichts kosten. Ich bin für viele diese Dinge. Aber wir müssen die Prioritäten setzen, wir brauchen jetzt mehr Geld dafür. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Und wenn die Erkenntnis in den Stadtrat und in die neue Führung kommt und der neue oder die neue OB das auch in den Verwaltungsrat kriegt, dann, das ist eine sehr schwierige, da beneide ich keinen drum. Dann habe ich Hoffnung. Aber tatsächlich nur. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, und zwar, wir hatten ja vorhin noch, das passt jetzt auch wunderbar zu den Themen, Dinge abarbeiten. Einerseits nochmal die Frage offen, was da mit dem Tengelmann-Gelände passiert. Und da schließt ja auch die nächste Frage an, welche Möglichkeiten denn Mülheim ja sogenannten Start-ups in Zukunft bietet oder bieten kann. Das ist sozusagen der eine Fragenkomplex und der zweite nochmal, da ging es nochmal um die Flächen, die offenbar ein großes Thema sind und die Mülheimer und Mülheimer ja keine Veränderung wollen, schon gar nicht, wenn es irgendwie eine eigene Grünfläche ist und der Widerstand groß ist. Ja, wie sieht das die Wirtschaft hier angesprochen? Wie soll Politik damit umgehen? Und ein anderer Teilnehmer schreibt, naja, man müsste ja durch Dialog und Information, was sehr wichtig ist, ja auch durchaus ja vermitteln, dass Industrie und Gewerbe ja nicht mehr rauchende Schlote und viel Lärm bedeuten würden. Also diese zwei Fragen, einmal mit den Startups, vielleicht verbunden mit dem Tengelmann-Gelände ganz konkret und dann die Frage, wie Politik ja mit den Widerständen umgehen sollte. Ich würde, glaube ich, nochmal an Herrn Windfeder. Also ich würde ja sehen, dass wir, gerade weil das Tengelmann-Gelände so nah an der Hochschule Ruhr-West ist, dass man da auch so eine Art Gründerzentrum oder das Start-up-Zentrum mit einplant. Neben anderem Gewerbe, was ja da auch mit vorgesehen ist, soll ja, soweit ich das bislang gehört habe, ja ein Mischgebiet zwischen Wohnen und Arbeiten sein, plus eine Parkfläche, die auch noch da im Hintergrund ist. Also das ist ja so die Idee. Und die Frage ist, was sind da sinnvolle Ansiedlungen von Gewerbe, die man da noch machen kann? Das wäre die Frage an Sie beiden, oder drei nochmal, Entschuldigung. Und das Zweite ist natürlich, ja, wie gehen wir jetzt dann weiter mit den Flächen um? Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage an. Wollen Sie mal zu Tengelmann? Also ich denke mal, dass das Projekt oder der ganze Raum ist ja jetzt an private Investoren veräußert worden. Von daher bietet was ich sich. Bedauerlich finde, ich hätte es gerne als Stadt. Muss ich sagen. Ja, es wäre eine tolle Chance gewesen, dort ein neues Quartier zu entwickeln mit allen Bedürfnissen, die ein Quartier hat. Das ist eine entsprechende Größe, was ich wirklich angeboten hätte. Ich bin sehr gespannt, wie der riesige Gebäudekomplex, der jetzt drauf ist, wie der zukünftig bewirtschaftet und bespielt werden kann, weil er, glaube ich, für viele Einheiten viel zu groß ist und eben auch durch die Historie viele, viele Dinge mit sich bringt, die ich als sehr schwierig einschufen würde. Von daher wäre es sicherlich sehr, sehr sinnvoll gewesen, aus meiner Sicht auch, das Projekt oder da jetzt ein städtebauliches Projekt rauszusehen und, wie gesagt, eine ganze Quartiersentwicklung zu sehen. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt auch, dass da ein Mix entstehen kann oder es kann ja auch, oder ich denke mal, die neuen Investoren haben dort auch eine entsprechende Vision, wie sie mit dem Gelände umgehen können. Wie ich erfahren habe, sind das auch sehr erfahrene Leute im Umgang mit Entwicklungen und von daher hoffe ich, dass sie die Situation auch für Mülheim richtig einschätzen und es richtig angehen werden, dass dort ein Mix entsteht. Einmal da die Hochschulnutzungen drängen sich auf, da die Hochschule in der Nähe und in der Nachbarschaft ist. Ob jetzt ein großer Bedarf an weiteren Start-up-Flächen sein wird, ist die Frage, weil ich glaube nicht, dass die HRW unbedingt jetzt
neue Firmengründer im großen Umfang ausspülen wird, sondern das sind wahrscheinlich eher die Ingenieure, die auch irgendwo mit oder die Bachelor, die irgendwo mit in Strukturen aufgenommen werden und nicht unbedingt selbst aktiv werden und selbst Gründer werden. Nichtsdestotrotz wird es die sicherlich auch geben, und wenn man denen eine Umwelt schafft, wo sie vielleicht auch eingebettet in bestimmte schon Strukturen, die man ihnen damit an die Hand geben kann, leichter auf die Füße fallen oder leichter ans Rollen kommen, dann könnte das an der Stelle sehr, sehr gut sein. Die könnten ja auch weiterhin dann aufgrund der Nähe mit der Uni, auch mit der HRW weiterhin in Kontakt bleiben und weiterhin Projekte von dort aus fortsetzen, die vielleicht schon während ihres Studiums kennengelernt haben. Es war ja in der Diskussion, dass man auch durchaus an dem Standort wieder ein bisschen was an Wohnen abzwackt. Das muss man halt dann nochmal in Gänze sehen. Ich glaube aber, dass es auch an der Stelle wichtig ist, dass man durchaus Gewerbeflächen auch in größerem Maßstab belässt und zu dem, was da ist, weitere Möglichkeiten für andere Unternehmen, die sich dort ansiedeln möchten, belässt. Es ist immer eine Frage, wir haben dort eine Hochspannungsleitung, die quer über das Gebiet läuft. Wenn man die als unter die Erde bringen möchte, um Flächen richtig zu entwickeln, dann kostet das sicherlich viel, viel Geld. Und dann ist die Frage, ob das für einen Gewerbestandort dann möglich wird. Von daher bietet es sich für die Entwickler natürlich immer an, dass sie auch einen Teil an Wohnen mitbringen in der Umgebung. Überwiegt ja auch die Wohnnutzung, von daher würde sich das in das Quartier gut mit einbringen lassen. Aber ich glaube, auch da wird es ein Mix sein müssen und werden müssen, der in vielerlei Richtung Bedarfe aufnimmt und, wie gesagt, dem Investor auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten gibt, überhaupt noch Potenzial aus der Fläche zu schaffen und was zu entwickeln. Unternehmen, die Sie kennen, die da vielleicht Lust hätten hinzugehen, oder ist das nicht interessant für die, mit denen Sie schon mal Kontakt hatten? Ich glaube, Interesse gibt es da wie bei vielen Dingen. Absolut. Ich finde, wir sollten aus Stadtsicht, da geht es gar nicht um unsere Unternehmen, aus Stadtsicht schon sehen, wir haben in den letzten Jahren eine Menge an Gewerbe- und Industrieflächen verloren. Wenn ich da an Lindgens denke, an Foster denke, auch unsere Hochschule, wo wir froh sind, dass sie da sind, und auch die Feuerwehr, das Gelände ist auch Industrie und Gewerbe. Wir haben eine Menge Flächen verloren, deshalb wäre ich schon sehr dafür, auch wenn Wohnen zunächst mal mehr einbringen. Ist die Frage, ob man das nicht selbst hätte entwickeln müssen, tatsächlich. Ja, aber da sind wir wieder beim gleichen Thema. Wir haben ja keinen Cent, den wir investieren können. Von daher stellt sich ja leider die Frage nicht. Das Entscheidende ist, und ich würde mir schon sehr wünschen, dass die Anfragen, die wir da durchaus auch haben, an Gewerbe, Industrie wird dann wahrscheinlich noch nicht gehen, aber Gewerbe, Nachfrage auch Rechnung getragen wird. Der Investor wird sehen, was bringt mir das? Ich finde, da, wo wir als Stadt eingreifen können, sollten wir es tun, um Gewerbe tatsächlich da auch angesiedelt zu bekommen. Man kann auch Kriterien entwickeln, das kenne ich von anderen Städten, die damit belegt sind. Das also, muss man auch da Vorgaben. Mein Eindruck ist, dass da auch Einklang ist. Man muss es dann auch nur tun, ohne jetzt auch da irgendjemanden zu verschrecken. Ja. Und das muss in Einklang, Herr Hinsken hat es eben richtig gesagt. Da muss man gemeinschaftlich Lösungen finden. Aber ich glaube, dieses Gesamtinteresse kann man da schon attraktiv machen. Interessenten gibt es da. Da bin ich überzeugt, dass das laufen kann. Und dann wird man sehen. Haben dann. Sie dazu was? Oder? Nee. Ja, genau. Um die Ecke sozusagen. Wir haben uns natürlich damit auch auseinandergesetzt. Also für uns war das auch privat ein Thema, wie sich sowas städtebaulich entwickelt. Wenn man das in einem vernünftigen Dialog macht, wo sich der Einzelne mal ein bisschen zurücknimmt, wo man sich mit den sachlichen Gegebenheiten fachkompetent auseinandersetzt, dann bin ich der Auffassung und habe die Erfahrung, dass die meisten Projekte sich vernünftig umsetzen lassen. Um auf die Frage einzugehen, wir tatsächlich haben auch die Überlegung, ob wir einen Teil X einer solchen Start-up-Szene zur Verfügung stellen, wie sich das genau dann tatsächlich interphänotypisch ausprägt. Das allein konnten wir bis heute noch nicht vernünftig ermitteln. Auch da ist wieder eine Verwaltung gefragt, zu sagen, was ist denn, wie können wir das flankieren? Wie können wir auch Daten zur Verfügung stellen? Wie können wir vielleicht auch mittels Förderung durch Bund oder Land sowas ermöglichen? Weil natürlich ist bei einer Fachhochschule, aber die Uni Essen-Duisburg ist auch nicht weit entfernt. Die elektrotechnische Fakultät ist ja nun quasi auch 5 Meter. Das wissen wir sehr wohl, weil wir mit denen auch wiederum zusammenarbeiten. Dann ist es halt nötig, so etwas flankierend zu begleiten, und dann ist sowas ohne weiteres zu realisieren.
wenn ich da lang fahre, noch ein letzter Satz dazu, und ich sehe die Wohnbebauung drumherum, dann kommt unweigerlich die Frage auf, wie kann jetzt ein Mischgebiet so entwickelt werden, dass nicht im Grunde genommen der Streit vorprogrammiert ist. Klar, hier gibt es quasi eine Lage, die es jetzt nicht ermöglicht, wie in der Provinz zu sagen, gut, dann muss jetzt irgendein Acker dran glauben und dann kommt da jetzt das Logistikzentrum hin. Aber für kleine, mittelständische Betriebe kann man da sicherlich wunderbare Plätze schaffen. Es gibt auch viele Mittelständler, die halt auf ihrem Betriebsgelände leben. Auch das ist ein Thema, was wir gestern noch hatten. Um nochmal auf diesen Gedanken des großen Wurfs zu sprechen zu kommen. Wir sind auch bei großen, innovativen Projekten, zum Beispiel im Osten der Republik tätig, wo große chinesische, koreanische Unternehmen bauen. Und die bauen deswegen dort, weil man ihnen den roten Teppich ausrollt. Die bringen Geld und die schaffen Arbeitsplätze, auch eben für Leute, die jetzt nicht die KI-Spezialisten sind und die man mit dem Silicon Valley boot. Aber die sind volkswirtschaftlich von erheblicher Bedeutung. Da geht es noch nicht mal allein um die Frage, wie viel Gewerbesteuern zahlen die. Das wird ja auch mal gerne in den Medien diskutiert. Allein, dass man einer erheblichen Anzahl von Bürgern ein durchaus attraktives Arbeitsumfeld schaffen kann, ist wichtig. Das wird natürlich im Tengelmann-Areal, mutmaße ich mal, nicht gut funktionieren. Aber da kommt wieder der Gedanke eines Mix auf. Was kann man dort machen? Was funktioniert? Es gibt die Eierlegende Wollmilchsau nicht, muss man sagen, das ist hier praktikabel und das lässt sich im Konsens auch tragen. Und wenn man da einen Konsens findet, dann ist es auch eher möglich, mal andere Projekte neu anzuschubsen. Wir haben es halt nur in 5 Jahren mitbekommen, am Ende wurde viel zerfaselt, alles wurde angeschubst, nichts ist mal wirklich umgesetzt worden, es gab viele Diskussionen, auch viele gute Ideen. Geschehen ist dann doch, soweit wir das beurteilen können und mitbekommen, nicht ganz so viel. Ja, und wir haben halt die Diskussion allein am schlimmen Weg mitbekommen mit Fragestellungen. Das möchte ich hier auch vielleicht in der Runde nochmal sagen. Höflich ausgedrückt, die waren schon sehr spannend. Ja, also mit Fragestellungen, teilweise mit Anfeindungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Wo ich jetzt manchmal nicht wusste, ist das jetzt Sarkasmus, Zynismus? Oder meint der Betreffende das so? Also da gehen Diskussionen, noch 2 Wochen und dann stehen da Atomkraftwerke. Das dauert 10 Minuten in so einer Diskussion und man ist dann doch sehr verwundert. Jetzt können Sie auch nichts darauf antworten, ja, außer nö. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, oder? Nicht ja. Unbedingt, aber zum Aspekt vielleicht auch von der Verwaltung oder von der Politik nochmal Möglichkeiten geschaffen werden, um Eigentümern oder Investoren Raum zu schaffen. Wir propagieren schon seit einem längeren Zeitraum, dass es vielleicht für die Innenstadt sehr, sehr wertvoll wäre, wenn man einfach einen Ausbau in die Höhe weiter mit zulassen würde, um Attraktionen zu schaffen, dass man sagt, okay, wenn die Investoren, die wir jetzt dort haben oder die Eigentümer, die wir haben, im Moment aufgrund der Situation nicht unbedingt in die Immobilie investieren möchten, kann man vielleicht aus den planungsrechtlichen Möglichkeiten die Bedingungen schaffen, dass sie ihre Gebäude in die Höhe ausweiten können. In die Breite ist leider an vielen Stellen nicht möglich, sodass man da Anreize schaffen kann, dass beispielsweise in obere Etagen, in Dachgärten, in sonstige Dinge investiert wird, um daran wieder die Möglichkeit zu schaffen oder die Hoffnung zu knüpfen, zu sagen, dann wird überhaupt Geld in die Hand genommen. Es wird versucht, die Innenstadt attraktiver zu machen. Und wenn wir das ganz oben machen, dann macht man auch nicht durch ein schäbiges Treppenhaus bis dorthin gehen, sondern dann wird ja auch der Anreiz geschaffen, dass man den Rest des Gebäudes auch entsprechend mit ertüchtigt. Und noch eine andere Entwicklung, die ich auch miterlebt habe, so lange wie ich jetzt hier bin, die Kölner Straße hat man an vielen Stellen, man lobt immer die Karawanentrasse, die da ist, die europaweit große Bedeutung haben soll. Jeder wundert sich, dass es das gibt, aber man ist wirklich, wenn man in dem Bereich ein bisschen mal, oder man sagt, dass man aus Mülheim kommt und wenn man auf jemanden trifft, der mit einem Karawan unterwegs ist und dann sagt, übrigens, da gibt es was ganz Tolles und dann ist man erstaunt, wie weit über Mülheim hinaus und wie weit in Deutschland diese Straße liegt, Entschuldigung, in der Szene, will ich es mal nennen, bekannt ist. Trotzdem gelingt es uns nicht, den Unternehmen, die da sind, vernünftige Bedingungen zu schaffen. Es ist wie bei jedem Möbler, die müssen eben bestimmte andere Dinge auch verkaufen dürfen, damit sie Überlebenschancen haben. Im Moment haben wir, glaube ich, einen Boom, dadurch, dass alle in Deutschland Urlaub machen müssen. Von daher werden die Fahrzeuge
gehandelt und ich hoffe, dass es denen deshalb im Moment ja, gerade genau, wahnsinnige Besucher gehabt hat. Ja. Vielleicht ist das nochmal ein Anlass, mit drüber nachzudenken, dass man den Unternehmen, die da sind, an dem Einfallstor von Mülheim, denn das ist ja nun mal, wenn man von der Autobahn aus dem Breitscheiderkreuz hier rüberfährt, ist das eine Möglichkeit. Man hat schon mal ganz viele Bebauungspläne eingeleitet, aber ich habe den Eindruck, die werden nach und nach, ohne dass sie wirklich inhaltlich umgesetzt werden, werden sie wieder eingestampft. Und das ist schon ein Bereich von Mülheim, wo ich glaube, wo man ganz viel tun könnte, der für Wohnbebauung auch nur aus meiner Sicht mäßig attraktiv ist, weil die Kölner Straße durch die hohen Verkehrsfrequenzen vielleicht nicht besonders attraktiv ist. Wie weit man jetzt rechts und links in die Naturbereiche reindringen möchte, da muss man drüber nachdenken und auch sicherlich wieder abwägen. Aber auch da wäre ein Bereich, der eigentlich für Industrie oder für Gewerbe, gar nicht mehr so die Industrie, wie wir sie uns vielleicht vorstellen, aber für den Randbereich in jedem Fall, aber für Gewerbe sehr, sehr attraktiv wäre. Und da fände ich es auch angemessen, dass in solche Flächen durch planungsrechtliche Dinge Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie attraktiver werden. Dass man sich die Anträge, die es schon gibt, nochmal anguckt. Wie erwähnt, Peter sagt, viele Dinge sind bekannt, man hat sich schon ganz häufig angefasst, aber sie werden nicht umgesetzt. Genau. Okay. Rudian, du hattest eine Frage. Genau, es gibt einfach nur noch mal zwei Statements. Das eine passt auch wunderbar zur Diskussion, aber nochmal das erste war, hat die Teilnehmer nochmal nachgelegt, bei Startups meinen sie jetzt nicht nur die Flächendiskussion, sondern auch die Frage, was die Kommune konkret in Hilfe, Begleitung, Förderung, Motivation tun kann. Da ist es ja so, dass die Hochschule sich ja selbst viel macht, aber auch Mühlheim Business eine konkrete Beratung. Da war jetzt eher die Frage, wie das in Zukunft mit der ja zu diskutierenden Neustrukturierung dann aussehen muss. Aber der Dr. Schuster auch vom Geohaus hatte sich jetzt einmal nochmal zu Wort gemeldet und eben auch die gerade benannte Caravan-Meile genannt. Also einerseits sagt er, die Politik muss Wachstumsräume aufzeigen und sich nicht auf die Begrenzung konzentrieren. Und zu Wachstumsbereichen sagt er, ja, Tengelmann mit Hypothek hätte man erschließen können. Und die Kölner Straße für sich präsentierendes Gewerbe ist. Da Stichwort, insofern hat es perfekt gepasst, kam im gleichen Moment. Es war vorhin noch eine Frage zu Flächen offen geblieben. Kannst du die nochmal wiederholen? Nee, die war, okay. Nee, das war mit den Startups, genau. Okay. An der Stelle. Also, ja, eigentlich ja gar nicht, weil natürlich ist es so, dass wir genug Unternehmen haben, die gerne nach Mülheim kommen wollen und die tatsächlich auch hier sich vielleicht aussehen wollen. So, wenn wir denen hier in dieser Stadt kein Angebot machen, werden die ja nicht schließen. Dann gehen die halt woanders hin. Also, die wird es ja weitergeben. Dann gibt es sie halt nur am anderen Standort. Uns ging es ja nur darum, das Thema vorwärts zu treiben, gar nicht mal so sehr aus Unternehmersicht, sondern aus Stadtsicht. Wo sollen nun mal Einnahmen herkommen? Und ich bin für alles offen, als Mülheimer Bürger, für jede Idee, wo Einnahmen herkommen. Ich hatte so einen wunderschönen Satz gesehen, der Artikel, also nach Goldschürfen wird in der Ruhe wenig Sinn machen. Und das bringt es halt auf den Punkt. Und die, die das jetzt alles ablehnen, sollen, und da ist Politik eben gefordert. Natürlich gibt's, wir sind ja die Stadt mit den meisten Bürgerinitiativen pro 1000 Einwohner in ganz Deutschland. Also deshalb muss man mal schauen. Ja, das habe ich jetzt erfunden, aber man glaubt. Das Entscheidende an der Stelle ist, ich finde, Politik ist dafür da, genau da trotzdem Entscheidungen zu treffen. Und das ist jetzt im Wahlkampf rübergegangen. Das, ne? Praktisch ja auch wieder versuchen, mit den Bürgern frühzeitig zu machen. Vielleicht kann man ja mit konkreten Projekten an konkreten Standorten nochmal einen neuen Anlauf machen. Das wird jetzt schwierig, als das, was da gemacht wurde. Nein, ich meine nicht einfach nur Fläche allgemein, sondern das war ja immer die Frage, kann man, welche Unternehmen interessieren sich denn, ne? Dass man das. Aber da sind wir bei Hü oder Ei. Das habe ich eben genannt. Und die Politiker kennen die Themen aus dem Wirtschaftsausschuss, aus dem Aufsichtsrat. Es gibt die Anfragen. Ich kann nicht anfangen, eine Fläche zu entwickeln. Wir haben gerade gehört, wie kompliziert das ist, wenn einer kommen will. Und dann kann ich dem in 3 Jahren was anbieten. So funktioniert einfach das Geschäft dann nicht. Das ist Unsinn. Also brauche ich etwas, was ich vorhalten kann, und wenn einer das kann, dann kann ich ihm was bieten. Und zwar mit Baurecht ist es immer noch 1-2 Jahre. Es ist ja so. Aber wenn ich gar nichts habe, tatsächlich die Flächendiskussion, auch wenn sie negativ jetzt verlaufen ist, hat in unserem Umfeld, haben viel Feedback gekriegt, tatsächlich ist immer in Mülheim bewegt sich ja doch was. Also die machen immer einen riesen Bogen gemacht. Mülheim brauchst du gar nicht gucken. Aber da tut sich ja was, dass es jetzt negativ ist und sich doch nicht so, okay. Aber alleine die Tatsache hat schon bewirkt, och, nehme ich mal auf den Zettel.
Wie ist denn, nochmal vielleicht eine Abschlussfrage, Herr Windfeder, weil Sie sich da sehr, sehr engagiert haben, wie sehen Sie denn die zukünftige Zusammenarbeit, wenn jetzt die Wirtschaftsförderung bei der Oberbürgermeisterin, ich sage das jetzt mal, wenn ich das wäre, wie würden Sie denn da die Zusammenarbeit konkret auch sehen? Also zunächst mal muss man dazu wissen, dass wir ja schon seit längerem dran sind, nachzusehen und zu überdenken, wie wir das organisieren. Welche Aufgaben sollen da... So, und wir haben, als Herr Ernst aufgehört hat, als Dezernent, haben wir darüber diskutiert, sollten wir nicht ein Wirtschaftsdezernat einrichten. Die Diskussion haben nicht nur Sie, ja auch andere noch wieder aufgegriffen jetzt. Ich glaube, dass das nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Damals hat übrigens der Verwaltungsrat selber gesagt, wir wollen das nicht. Nicht die Politik. War dann viel Spaß dabei. So, und deshalb muss man daran. Das Zweite ist natürlich, wir haben schon vor über einem Jahr im Aufsichtsrat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen aus den Gesellschaftervertretern und auch Politik, die an dem strategischen Konzept gearbeitet haben. Und zwar, als Herr Schnitzmeier gefrustet aufgehört hat. Wir haben ja jetzt schon den zweiten, der gefrustet aufhört. Einfach deshalb, weil natürlich auch die Wirtschaftsförderung in Mülheim ein zahnloser Tiger ist. Er kann nichts tun, ich kann nichts entscheiden. Am Ende des Tages werden die an den verschiedenen, entweder Dezernern, wo auch immer, am langen Arm verhungert lassen. Das heißt, das bringt uns nicht viel. Wir sind also schon lange dabei, das zu überdenken, haben nur gesagt, lasst uns mal die Flächendiskussion abwarten, weil da kann ja eine Menge an Arbeit kommen, dann müssen wir das anders organisieren. Das wird jetzt wohl nicht so kommen. Also gehen wir den Weg weiter und denken weiter darüber nach, wie können wir das jetzt am besten dieser Stadt organisieren. Und wir als Unternehmerverband sagen, dann lasst mal die Wahlen laufen und dann setzen wir uns zusammen und denken gemeinsam, wie wir es tun wollen. Das halte ich für sinnvoll, aber das kommt jetzt nicht aus der aktuellen Diskussion. Da sind wir schon länger dran, haben nur gesagt, das wollen wir mal abwarten, weil da würden natürlich völlig andere Aufgabenstellungen kommen. Die kommen jetzt. Die haben wir ja sogar selber noch erlebt. Herr Schnitzmeier war unser Anlauf, als wir an verschiedenen Stellen nicht den Fortschritt mitbekommen haben, den wir uns erhofft haben. Und es ist genau das dann eingetreten, bei allem persönlichen Bemühen und auch Sympathie. Also wir haben es schon mitbekommen als Zugereiste, da passiert nichts. Ja. Und für mich war, Sie hatten, einer von Ihnen beiden, gerade nochmal das Thema Flughafen erwähnt. Ich habe in Essen noch, bin ich zur Schule gegangen, das ist jetzt schon halt länger her. Und schon vor über 25 Jahren, wo dieser Flughafen diskutiert, oder vermutlich sogar 30 Jahre. Das war, da hieß das noch Sozialwissenschaft als Unterrichtsfach. Vor 30 Jahren wurde sowas mal diskutiert, was man denn machen könnte. Und genau das ist das, was wir als Unternehmen mitnehmen. Nichts. Es wird ein Gutachten geschrieben, in verschiedenen Gremien wird das diskutiert. Selber investieren und es wird jetzt zurzeit auch unterstützt. Ja. Davon haben wir genug. Und der ist nicht verhindert worden. Das ist eben genau das Tolle. Er hat sich nicht abschrecken lassen. Ja. Ja, so ehrlich muss man sein. Ja. Und das ist noch nicht mal auf dem Einzelnen zu adressieren. Herr Windfeder hat das ganz schon mal formuliert. Es geht ja um diesen Schulterschluss. Es geht auch darum, dass der Einzelne sich zurücknimmt. Es wird ja mal so destruktiv dargestellt, so die partikulären Interessen. Das soll ja jeder Einzelne machen. Es wird aber dann auch der Einzelne nicht damit punkten können, wenn er etwas verhindert und die anderen es dann umgekehrt auch tun. Das heißt, sich ein bisschen zurückzunehmen, sich dem Ganzen dieser Priorisierung wieder anzunehmen und zu sagen, was können wir tun? Was im Flughafen im Einzelnen geschehen ist in den letzten 20, 30 Jahren, das kann ich persönlich gar nicht beurteilen. Aber so wie ich nehme, dass ganz viele Bürger in Mülheim war, da wird viel gequasselt. Und liest mal was in der Zeitung, aber geschehen ist bis heute nicht. Da wird jeder Akteur einen Grund für haben. Und wenn eine Wirtschaftsförderung, so wie auch in anderen Kommunen, dem OB, der OB zugeordnet wird, dann fasst man entweder so ein Thema an, setzt es um, oder man lässt es im besten Falle bleiben. Das ist so unsere Erwartung in einer solchen Situation. Die jetzt kein Unternehmerverband sind, die nur ganz kleine Punkte hier wahrnehmen, Mitarbeiter, die hier sitzen und sagen, könnte man nicht ein bisschen mal was hier in der Stadt machen? Ja, ganz, ganz banale Dinge. Gibt es noch Fragen, Julian? Sonst würde ich eine Abschlussfrage stellen. Wir haben unsere Zeit nämlich auch fast zu Ende. Gucken Sie eigentlich fröhlich auf die nächste Woche und freuen Sie sich auf den neuen Stadtrat und den oder die neue Oberbürgermeisterin. Herr Hinsken, fangen Sie mal an. Ich werde ja nicht schnell runter, was soll ich jetzt sagen? Irgendjemand sagt in der Vorbesprechung, es kann ja nicht schlimmer kommen.
Ja, hier vorhin auch nochmal. Nein, wir erhoffen uns, egal in welcher Konstellation, das, was geschieht, dass wir die Erfahrung, die wir auch deswegen erduldet haben, weil wir mit über 50, 60 Mitarbeitern allein aus Mülheim gehemmt waren, bis zu Corona an den Niederrhein zu ziehen, dass diese Zeit auszusitzen nicht verkehrt war, sondern dass wir merken, dass Probleme angegangen werden. Ich erwarte nicht und keiner aus dem Board erwartet, dass jetzt Eidekabeidekabums, alles gut wird und alle Probleme weggemacht werden. Nein, aber dass in einem Dialog mit einem klaren Ergebnis jeder weiß, was die Planung zulässt, was nicht zugelassen werden kann und dass man daraufhin aufbauen kann. Diese Verlässlichkeit, die wird so häufig bemüht in solchen Gremien und in solchen Diskussionen, aber sie hat wirklich einen erheblichen Wert für die Unternehmen, weil diese Verlässlichkeit drückt sich bei uns und das wird bei all ihren Mitgliedern so sein, am Ende monetär aus. Wenn ich weiß, ob ich das, was ich investiere, heute oder in 100 Jahren wiederbekomme. Das heißt, ganz klare Antwort, wir hoffen sehr darauf, dass etwas geschieht und drücken insofern die Daumen, dass die Stadt Mülheim auf die aus unserer Sicht bestehende, sehr bescheidene Situation jetzt als Weckruf wirklich mal versteht und tätig wird. Frau Busch, freuen Sie sich auf den neuen Stadtrat? Ja, natürlich. Ich hoffe sehr, dass es neue, frische Ideen gibt, dass es neue Leute gibt, die sehr, sehr motiviert Themen angehen, dass sie schauen, was für Dinge sind schon bekannt und wo sind Probleme besonders groß, wo müssen wir zuerst anfangen, dass man natürlich ein bisschen Historie mitnimmt, aber auch vielleicht an andere Dinge unbedarft daran geht, als die Leute, die jetzt schon Erfahrungen gesammelt haben und sich eine blutige Nase geholt haben und deswegen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle aufgegeben haben. Da hoffe ich, dass es das Problem oder die vielfältigen Probleme wieder eine Lösung bekommen und dass man nicht den Mut verliert, sondern mit frischem Wind und mit viel Elan und mit vielen Ideen kreativ an viele neue Lösungen bekommt, geht. Das hoffe ich. Herr Willenfeder, freuen Sie sich auf die neuen OB also oder die auf neuen jeden Stadtrat. Fall freue ich mich darüber und das meine ich mit größtem Respekt, aber auch noch andere Ehrenämter. Der oder die neue OB wird einen Job machen, da kriegt man ja auch ein bisschen was für. Da wird man ordentlich bezahlt. Die im Stadtrat arbeiten, da ist das ganz anders. Von daher da erstmal auch einen riesen Respekt, diese Zeit da zu opfern und sich da einzubringen. Aber natürlich freue ich mich darauf, wenn es im Sinne von Neustart ist. Und mein Eindruck in den letzten Wochen ist, dass das schon bei den allermeisten auch durchgedrungen ist. Deshalb habe ich da schon mehr Hoffnung als überhaupt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Und erhoffen wir das auch. Ich glaube aber, die Kombination von OB neu, neue Spirit hoffentlich dann auch in Verwaltung, von oben nach unten, Fisch stinkt vom Kopf, das ist immer so. Und dann Zusammenarbeit mit dem dann neuen Stadtrat. Wenn das so ein bisschen von der Idee beseelt ist, immer wir müssen zusammen, ich hatte eben so ein bisschen den Schützengraben, wir müssen zusammen, dann habe ich fast Hoffnung. Das hört sich ja schon sehr persönlich an. Vielen Dank, Herr Hinsken, Frau Busch, Herr Winfeder, dass Sie heute unsere Gäste waren und nochmal so den Abschluss vor der Wahl hier gemacht haben. Und ich finde das toll, denn Wirtschaft ist wirklich das, was für Mülheim jetzt nötig ist. Ich teile die Ansicht, dass wir Einnahmen brauchen. Einnahmen bekommen wir nur über Menschen, die hier was herstellen, produzieren, bewegen und Arbeitsplätze schaffen. Und ich freue mich darauf. Ich würde mich freuen, diese Möglichkeit zu bekommen. Und danke allen, die heute hier zugehört haben und wünsche uns jetzt allen, dass wir tatsächlich ab nächster Woche richtig loslegen können. Herzlichen Dank und schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Tschüss.